So, einen ganz wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu noch einem Spezial-News-Video sozusagen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, ich mache die ein bisschen mehr mit Hintergrund und mehr mit, was kann man daraus lernen. In diesem Sinne, lasst uns anfangen. Es geht um den großen Twitter-Hack, der gerade vor, naja, gestern in meinem Fall, weil ich es gerade am 17. aufnehme, das heißt am 16. Juli 2020, wurden wirklich sehr, sehr viele hochkarätige Twitter-Accounts gehackt. Das heißt wirklich verifizierte Twitter-Accounts mit sehr vielen Followern, darunter zum Beispiel Joe Biden, Barack Obama, Kanye West, Elon Musk und Apple. Also wirklich Accounts, die mehrere Millionen Follower haben, und dort wurde dann ein Tweet rausgeschickt und der besagte im Endeffekt: Wir haben so ein schlechtes Gefühl wegen Covid-19 sozusagen, bitte send uns an diese Adresse Bitcoin und dann bekommst du das Doppelte zurück. So, und da sollte man schon stutzig werden. Wahrscheinlich wird ein Joe Biden, der über 70 Jahre alt ist, niemanden nach Bitcoin fragen oder sowas, aber grundsätzlich sollte man niemanden, wirklich gar niemanden Bitcoin schicken, wenn man nicht genau weiß, was man da tut. Das heißt, entweder man möchte seine Bitcoin verkaufen oder man schickt sie auf einen Exchange. Und immer dran denken, wenn ihr Bitcoin irgendwo hinschickt oder generell Kryptowährung, dann habt ihr keine Garantie, dass danach nicht irgendwer damit wegläuft. Okay? Das gilt einfach immer, weil Bitcoin oder Kryptowährung generell anonym sind. Das heißt, man kann die nicht zurücktransferieren, wenn man nicht die Schlüssel hat. Und das ist quasi auch der Sinn von Kryptowährung. Wird aber leider sehr, sehr häufig missbraucht. Also erste Lektion hier quasi schon, bevor das Video richtig angefangen hat. Gut, lasst uns jetzt aber reinschauen, was da genau passiert ist und wie das überhaupt möglich war. Okay, eure Frage wird wahrscheinlich sein, wurden die jetzt alle irgendwie gehackt? Hat irgendjemand von denen wirklich die Passwörter gebrute-forced? Und dann gleich von allen auf einmal, nein, so ist es nicht gewesen. Das Ganze, und das ist von Twitter so confirmed worden, also bestätigt worden, es war ein Social Engineering Angriff auf einen Mitarbeiter von Twitter, der Zugriff auf interne Systeme hatte. Das bedeutet, offensichtlich war das ein Admin. Und ja, Social Engineering bezeichnet hierbei eigentlich alles an Angriffsfläche sozusagen, wo man über den Mensch geht. Das heißt, man versucht, eine Schwachstelle im Menschen auszunutzen. Also zum Beispiel, dass man auf einen bösartigen Link klickt oder dass man aus Versehen seine Einlogdaten auf einer bösartigen Website angibt. Phishing und ja, all das gehört im Endeffekt zum großen Überbegriff Social Engineering. Und da ist der Mensch die Schwachstelle, die ausgenutzt wird, weil wir eben kryptografisch nicht sicher sind, sondern sehr leicht manipulierbar sind. Und das wird hier vielen zum Verhängnis. Nun ja, als zweites Fazit aus diesem Video jetzt schon, könnte man eigentlich schon fast sagen, was hätte man hier besser machen können anstelle von Twitter? Naja, man sollte eigentlich möglichst niemanden, also nicht mal den Systemadministratoren, die Möglichkeit geben, bei Twitter oder bei irgendeiner Plattform dann wirklich im Namen des Users irgendwas machen zu können. Man muss davon ausgehen, dass ein Angreifer wirklich Zugriff auf die systeminternen Einrichtungen hat. Das heißt auf Passwörter, auf Tokens und so weiter und so fort. Und normalerweise sollte man sein System so designen, dass selbst wenn man Zugriff auf diese Interna hat, dass dann nichts passieren kann. Sprich, Passwörter müssen natürlich immer gehasht werden. Und dann muss natürlich sowas sein wie Tokens müssen auch immer gehasht werden, beziehungsweise immer dafür Sorge tragen, dass man mit den Dingern an sich nichts anfangen kann. Also dass sie zum Beispiel nur im Browser des jeweiligen Benutzers exakt gültig sind und sonst nirgends. Ja, ist aber gar nicht so einfach, das kann ich euch aus eigener Erfahrung erzählen. Da muss man wirklich viel Gehirnschmalz reinstecken und manchmal findet man eben trotzdem einen Weg. Auch hier, wenn man eben Zugriff auf die internen Systeme hat, könnte man einfach den Opfern eine Nachricht schicken: Hey bitte, du musst dein Passwort nochmal neu eingeben, und dann könnte man dieses Passwort abfangen. Und ja, sowas kann natürlich auch passiert sein, das weiß man hier nicht. Zudem muss man davon ausgehen, dass die User auch nicht unbedingt Wert auf ihre sicheren Passwörter legen oder gar Zwei-Faktor-Authentifizierung anhaben. Das heißt, man kann hier nicht davon ausgehen, dass der User irgendwas für die Sicherheit tut, und deswegen wird es halt nochmal ein bisschen schwerer. Das heißt, gehashte Passwörter können leider auch ziemlich leicht gebrute-forced werden. So, kommen wir zu sozusagen Kapitel Nummer 3, und zwar die Reaktion von Twitter. Twitter hat wirklich sehr gut reagiert. Das Ganze hat sogar einen Fachbegriff, nennt sich Emergency Response auf Englisch. Zu Deutsch wäre das dann sowas wie Notfallantwort. Und ja, das haben sie wirklich gut gemacht. Sie haben zuallererst mal die Accounts gelockt, das heißt blockiert. Es kann natürlich sein, dass so ein Angriff nur bedeutet, man kann irgendwie einen Tweet oder sowas im Namen des Opfers versenden. In dem Fall war das aber nicht so. Es hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass die Angreifer höchstwahrscheinlich Vollzugriff auf die Accounts hatten. Das bedeutet, die können die E-Mail-Adresse auslesen und ändern. Die können alles Mögliche damit machen, auch Telefonnummern auslesen, was natürlich eine riesige Sache ist. Und das ist schwierig. Sagen wir einfach mal schwierig dazu, okay? Twitter hat das aber richtig gut geregelt. Die haben erstmal gesagt, okay, die Accounts dürfen erstmal gar nichts mehr. Tut uns leid, aber ist so.
Und danach haben sie gesagt, sie versuchen erstmal die Tweets zu löschen, die wahrscheinlich von den Angreifern sind, also irgendwelche Bitcoin-Scam-Posts löschen sie einfach, die sehen ja quasi alle gleich aus. Und anschließend werfen sie die Angreifer wieder aus dem System raus. Das heißt, sie hatten Vermutungen, dass die Angreifer irgendwie eine Malware auf dem System da natürlich drauf platziert hatten, wenn sie schon mal so ein riesiges Feld haben, wo sie was machen können. Ja, haben sie quasi gesagt, okay, wir platzieren da eine Malware und dann haben wir immer diesen Zugriff. Das mussten sie natürlich erstmal entfernen und dann müssen sie wieder herstellen. Und das ist immer noch nicht zum Zeitpunkt, also jetzt ist der 17.07., also einen Tag später, zu diesem Zeitpunkt ist es immer noch nicht fertig. Das heißt, Twitter wird da noch einiges wieder nachforschen müssen. Das heißt, die müssen erstmal rauskriegen, was konnten die Angreifer überhaupt genau tun, wie können wir das möglichst ungeschehen machen und wie können wir es in Zukunft verhindern, dass sowas nochmal passiert. Also möglichst nichts mehr darf irgendwie angefasst werden von diesen Angreifern. Und das ist eigentlich die beste Reaktion, die man hier zeigen kann. Wo wir zur Lektion Nummer 3 sozusagen kommen oder Take-Home-Message Nummer 3 aus diesem Video. Und zwar, wenn ihr als Unternehmen gut reagiert, dann ist das ziemlich, ziemlich gut. Und das heißt, so kann man den Schaden A minimieren und B vielleicht sogar noch die Leute motivieren, zu der Plattform zu kommen. Denn selbst wenn was passiert, ist es nicht ganz so tragisch. Auf der anderen Seite, wenn man schlecht reagiert, was Twitter hier zum Glück nicht getan hat, dann kann man den Schaden nicht nur wirklich maximieren, sondern quasi sich auch selbst zugrunde richten. Das wäre fatal gewesen. Kommen wir zu den Folgen. Zunächst einmal für den Angreifer. Für den Angreifer war das super lukrativ. Ich habe ein bisschen nachgeforscht. Der Link ist wie gesagt in der Beschreibung. Man kann ja jede Transaktion auf der Blockchain, also in Bitcoin, nachverfolgen. Also man kann sehen, wie viel Geld auf eine Adresse gekommen ist. Und es hat sich herausgestellt, dass über 12,5 Bitcoin bei dem Angreifer gelandet sind. Das sind aktuell circa umgerechnet mehr als 100.000 Euro. Das ist schon eine ordentliche Summe, aber wenn man bedenkt, wie lange vermutlich man an diesem Angriff saß, vielleicht nicht unbedingt die beste Entlohnung, da hätte man seine Zeit lieber besser investieren können. Das zweite sind natürlich die Folgen für die Betroffenen. Also für Twitter hatte ich ja jetzt gerade quasi schon für die Betroffenen, also Joe Biden, Barack Obama und so weiter und so fort, ist das auch nicht gerade angenehm. Auch wenn es nur ein Social Media Account war, verlieren sie vielleicht doch Anhänger. Und gerade in Sachen Wahlkampf kann sowas unangenehm sein, sage ich jetzt mal. Und ja, da ist natürlich immer so die Frage, inwieweit erfahren die Leute, also klar, natürlich, es gibt einige Leute, die bei so einem Post dann einfach direkt sagen, dir folge ich nicht mehr, dich mag ich nicht mehr. Und es gibt andere Leute, die sagen, ist nicht so schlimm, es liegt ja nicht an dir sozusagen. Aber es gibt auch Leute, die entfolgen und wollen dann davon nichts mehr wissen. Und die Frage ist, wie kann man die Leute wieder erreichen, um sozusagen den Image-Schaden wieder gut zu machen? Das heißt, wie kann man die Leute erreichen und ihnen sagen, dass es eigentlich nicht die Schuld von einem selber war, sondern die von Twitter und dass das definitiv nicht irgendwie bösartige Absichten oder sowas sind? Gerade in Sachen Wahlkampf kann sowas natürlich echt schlecht sein. Auch dadurch, dass natürlich die Angreifer komplett Zugriff auf alles hatten, auf den ganzen Account, kann man hier davon ausgehen, dass da vielleicht sogar noch ein Nachspiel kommen wird. Und zwar kann man tatsächlich hier private Daten auslesen, wie zum Beispiel vielleicht die Passwörter, das weiß man nicht, vielleicht die Telefonnummer, das weiß ich jetzt auch nicht so genau, weil ich kenne natürlich nicht Twitters System interner. Aber ja, es kann sein, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Passwörter, all das kann ausgelesen werden. Und ihr wisst, was man mit E-Mail-Adressen und Passwörtern in Kombination alles machen kann. Naja, man kann sich zum Beispiel einfach mal auf allen Diensten, die es so gibt, versuchen anzumelden. Und wenn das funktioniert, dann hat man einen deutlichen höheren Schaden, weil das ist jetzt tatsächlich ein Leak und so ein Leak kann üble Folgen nehmen. Also ich könnte dann zum Beispiel vielleicht die E-Mail-Adresse von Joe Biden benutzen und mich mit demselben Passwort von Twitter versuchen bei Facebook anzumelden oder bei Instagram oder wo auch immer. Und dann kann natürlich noch deutlich mehr passieren. Nicht sehr angenehm. Kommen wir zum Fazit. Wir sehen hier offensichtlich, dass Social Engineering wirklich eine Gefahr ist. Und zwar nicht irgendeine Gefahr, die dann vielleicht mal ein paar Euro verliert, sondern wirklich eine immense Gefahr, die Leute wirklich ihre Identitäten, ihre Existenzen kosten kann, je nachdem, wie viel jemand auf sowas überweist. Gut, natürlich ist er in gewissem Maße selber schuld, aber trotzdem gibt es solche Leute, die vielleicht da nicht aufgeklärt sind. Auf der anderen Seite kann es auch den Wahlkampf zum Beispiel beeinflussen und noch viel, viel weitere Auswirkungen haben. Das ist ein riesiges Thema. Und deswegen müssen nicht nur private Personen geschult werden, die natürlich auch, weil Social Engineering trifft jeden. Aber es müssen auch die Unternehmensmitarbeiter geschult werden, denn auf die wird wahrscheinlich
Phishing oder so oder was auch immer das genau war, wirklich perfekt zugeschnitten sein, damit man möglichst genau sagen kann, ich will genau da rein. Und das ist natürlich eine riesige, riesige Katastrophe, wenn sowas passiert. Aber im Fall von Twitter ist es nicht mal so schlimm gewesen. Ich meine, da sind jetzt vielleicht ein paar hunderttausend Euro abhanden gekommen. Den Schaden für die Betroffenen kann man wahrscheinlich auch einigermaßen reparieren. Es ist jetzt nicht so tragisch. Aber überlegt euch mal, wenn es jetzt eine Bank getroffen hätte, die vielleicht wirklich, wirklich viele, sagen wir mal Zentralbank, okay, wirklich viel Geld da gehabt hätte und dann hätte man da einfach Überweisungen tätigen können. Das wäre viel schlimmer gewesen. Oder wenn wir sogar hier an Kraftwerke denken, Stromkraftwerke, dann wäre das wirklich ein Ausmaß gewesen, das können wir uns so erstmal gar nicht vorstellen. Und überlegt euch mal, was passiert wäre, wenn man hier ein Atomsilo oder sowas getroffen hätte, wo Atomwaffen liegen. Ja? Das sind Auswirkungen, an die möchte man gar nicht denken, aber trotzdem sind das reale Gefahren und deswegen muss man sich um IT-Sicherheit auch auf dem persönlichen oder dem menschlichen Bereich kümmern. Ja, und damit danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.